Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu doch einem kleinen Sonderspezialvideo in Fallout 76. Wir sind heute nun mal zu zweit im Team und zwar ich und mein Partner, der Neo 83. Hallo. Und ich möchte euch was verkünden. Möchte ich euch heute ein paar Exponate zeigen, die wir an einem bestimmten Ort gefunden haben. Und gar nicht mal B, sondern ich möchte tatsächlich in erster Linie euch informieren darüber, dass wir was ganz Großes vorhaben. Wir wollen eine zweite Staffel planen und zwar, wenn, glaube ich, Mitte November, sorry, ich musste mich mal räuspern, wenn das Wastelander-Video, das Wastelander-DLC kommt, von dem ich mir sehr viel verspreche. Ich hoffe, dass es auch so ungefähr so läuft, dass da wirklich neue Ereignisse, nicht bloß kleine Ereignisse wie jetzt die Fleischwochen kommen oder das Fastnachts-Event, sondern dass da wirklich auch eine neue Geschichte gestrickt wird, dass wir wieder ganz, ganz neue Erfahrungen sammeln, neue Geheimnisse lüften können und neue Events entdecken. Die NPCs sollen kommen, das hatte ich ja alles schon mal in Videos, in vorhergehenden Videos erwähnt. Und wir haben was ganz Großes vor. Wir wollen in diesen Videos als, ich sag mal, als festes Team in Appalachia wirken und wollen die ganze Sache wie eine Fernsehserie aufbauen. Das heißt, wir sind dann tatsächlich wie Schauspieler. Es geht dann wirklich ganz straight nur um das Thema Fallout 76, um die neuen Events. Wir haben hier alle eine Rolle. Jeder hat natürlich auch sein eigenes reelles Leben. Das heißt, einige Protagonisten werden dann in einigen Videos mal nicht erscheinen, weil sie über kurz oder lang sich um ihre Familien oder um ihre kleinen oder großen privaten Dinge kümmern müssen. Das heißt, dann kämpfen wir mal mit drei Protagonisten. Dann sind wir wieder im Riesenteam von 6 bis 8 Leuten zusammen. Aber wir sind immer ein festes Team. Wir kümmern uns ausschließlich um Thema Fallout 76 und wenn ihr Ideen und in die Kommentare reinbaut, dann versuchen wir sie natürlich irgendwie so gut wie es geht umzusetzen. Aber tatsächlich wollen wir eine laufende Staffel 2 und eine Serie daraus basteln. Das heißt, jedes Video soll nach Möglichkeit eine abgeschlossene Geschichte darstellen mit wie soll ich sagen, mit spannender Erwartung auf das nächste Video. Wie wird es weitergehen? Wird dort das passieren? Wird dort jenes passieren? Ist dort der Protagonist wieder mit dabei? Höre ich dann die Stimme wieder, die mir da am besten gefällt? Oder vielleicht auch, wenn sie mir nicht gefällt, vielleicht kommt sie dann zum Schluss, wie auch immer. Das hoffe ich natürlich nicht. Auf jeden Fall werden sich alle Mitspieler ich nenne sie jetzt mal Schauspieler, werden sich ganz große Mühe geben, euch eine fantastische weitere Episode in Appalachia. Das heißt, wir werden dann bei 300 irgendwas die Sache im Prinzip umbenennen in Staffel 2 und fangen dann wieder mit 1 an. Wir werden natürlich nicht aus dem Vault wieder herauskrabbeln, sondern dann werden wir die Geschichte etwas anders ankündigen als neue Welt und euch im Prinzip pro Serie oder pro Teil immer wieder mit neuen Geschichten erfreuen. Das erstmal dazu. Jetzt würde ich tatsächlich an den Neo übergeben, ganz kurz. Der hat uns nämlich hier noch was zu zeigen. Ich habe euch letztes Mal so ein paar Exponate, rechtsmedizinische Exponate gezeigt und wir wollen euch zeigen, wo man sie finden kann. Ich schwenke gerade auf dich. Du zeigst mir mal deinen Rückenteil. Jetzt. Ja. Hallo Neo. Hallo Quincy. Ja, wir wollen natürlich heute mal zeigen, wo du deine schönen verbrannten Teile im Glas her hast, die du hier unten so schön aufstaffeliert hast. Du bist gerade weggelaufen und ich bin aus dem Fotomodus raus noch nicht. Du bist noch im Fotomodus, okay. Ja, warte. Jetzt bin ich raus. Jetzt steht er auf. So, ja, du warst schon schneller runtergelaufen. Oh, hier liegt ein Tütchen. Gut. Ich folge dir. Genau um die Sachen geht es hier. Hier wollen wir euch zeigen, wo es die gibt. Und der Neo weiß, wo es die gibt. Der zeigt uns das. Wir hoffen, dass sie da sind. Korrekt? Korrekt. Aber ich denke mal, wir werden da Glück haben. Die werden da sein. War ist das am Flughafen Morgantown. Wollen wir hinlaufen? Das ist ja gleich schon um die Ecke. Können wir hinlaufen? Können wir hinlaufen, natürlich. Na klar, können wir da hinlaufen. Natürlich.
Guck noch mal schnell, ob hier oben eine Wackelpuppe steht. Ach ja, richtig, das stimmt. Ja, mittlerweile seht ihr ja, dass wir schon wieder neue Mutationen haben. Das heißt, also das Fliegen kennt er ja schon. Aber ich glaube, es sind mittlerweile 13 oder 14 Mutationen, die unsere Protagonisten mittlerweile innehaben. Und dadurch haben wir natürlich Kräfte und Mächte, die mit uns sind. Dunkle und helle Mächte. Genau. Ja, nochmal ganz kurz hier oben neben dem Safe steht normalerweise, wenn man Glück hat, eine Wackelpuppe. Ja, genau. In dem Okay. Fall haben wir Pech gehabt. Gut, danke. Hier Ja, nochmal gucken. es macht ihm nichts mehr aus, auf großen Höhen zu stürzen. Jetzt. Schönes Wetter ist heute auch in Appalachia. Morgentown. Oh, ach, hier geht jetzt garantiert das Ding los hier. Heute strahlt nur die Sonne. Heute strahlt nur so die Sonne, genau. Kollisionskurs könnte jetzt hier gleich aktiviert werden, wenn ich mich nicht irre, ne? Deswegen die Ja, Sirenen. eventuell. Oder haben die das jetzt so gemacht, dass man immer manuell starten muss, triggern muss? Du triggerst das, glaube ich, wenn du hier diesen Flughafen betrittst und musst dann diesen kleinen Granatwerfer mit der Leuchtgranate aktivieren und abfeuern. Auf der falschen Seite war, wir müssen Ja, rüber, auf der anderen Seite, wollte gerade sagen. Ich dachte, du wolltest hier noch wa? was zeigen. Ich habe mich ein wenig verlaufen. Ja, du wirst lachen, das geht mir auch so. Also, wenn ich hier bin, ich denke mal, das ist doch eigentlich ganz einfach. Da drüben bei den Hallen, genau da ist das. Aber es passiert mir immer wieder, dass ich irgendwo hin will und laufe dann komplett in eine falsche Richtung. Ja, hier auch. Ich denke, das ist vor allem, das ist immer gar nicht so schwer, denke ich, aber ich verhau mich hier jedes Mal. Ja, schon wieder völlig außer Atem, mein. Oh, und dann haben wir hier in dieser Halle Medical Laboratory. Ja. Ah, ich weiß jetzt nicht unten, ob unten was steht. Ich glaube nur oben, ne? Warte, ich will das mal ganz kurz zeigen hier draußen, hier in dieser Halle, Medical Laboratory, genau. So, wir wissen jetzt nicht, ob sie da sind. Da haben wir hier eine Hand im Glas. Jawohl. Und für den Mikroskop ist Ego auch immer. ein Mikroskop. Und hier ist die Hand. Moment, mach ich mal Licht an. Jawohl. Hier zum Beispiel findet man die Hand und etwas Radaway für mich. Noch ein Fuß. Ach hier Der ist der trägt alles. Fuß. Unter den Röntgenbildern hier tatsächlich, neben dem PC-Arbeitsplatz. Hier ist der Fuß. Den könnt ihr euch auch mitnehmen. Den könnt ihr euch nämlich in eure Schaukästen stellen. Das Mikroskop hast du schon eingesammelt. Wollte ich Ja, gerade aufmerksam machen. die nehme ich immer mit. So, dann haben wir es hier oben. Ach, hier, genau. Hier ist nochmal ein Glas und Da. ein Fuß. Und ich glaube, links in dem Kühlschrank müsste auch noch eins drinstehen. Hier ist der Kopf in dem Glas, dann ist hier noch der Fuß. Norwegian hat das Team verlassen. Okay, da muss jetzt Mittagessen, schätze ich. Mal auf. Ja, ich bin gerade dabei. Ach so, der ist abgeschlossen, der Kühlschrank. Ach, Da ist hier noch unten. eine Hand, ne? Da ist noch eine Hand, ja. Richtig, da ist noch eine Ah. Hand. Hier ist der Fuß, der Kopf. Hier ist noch ein Blutpaket, abgekochtes Wasser und hier ist ein Glas mit einem zerstörten Schädel. Zerstörtes Glas, zerstörte. Das sind eigentlich die Dinge, die man hier tatsächlich findet, wie ich sie auf meinem Regal stehen habe. Die könnt ihr in eure Schaukästen reinpacken. Die Röntgenbilder hätte ich auch gerne an der Wand gehabt, ne? Ja, das wäre natürlich auch geil. Ja. Ja, Kollisionskurs läuft gerade. Da hat Hätte irgendeiner man dann noch wahrscheinlich. schön, hätte man dann auch schön da drüber hängen können, über den Schaukasten. Genau Das wäre das habe gut. ich mir überlegt und vorgehabt. Dann hätte ich diesen Verbrannten noch irgendwo raufgelegt auf den Tisch oder so. Aber vielleicht kommt es ja noch. Und dann durch die Gläser alleine werde ich wieder meinem Namen Quincy gerecht. Ja. Ja, das waren, glaube ich, die einzigen Stellen. Ja. Hier ist noch ein bisschen Personal, habe ich festgestellt. Ich habe immer die Beine weggehauen. Das ist das mutierte Personal, was hier noch rumrennt. Was hier vorher in diesem Medical Laboratory tätig gewesen ist. Die haben natürlich die Einstellung uns Menschen gegenüber etwas geändert. Ihre positive Einstellung. Und darum müssen wir sie jetzt ausschalten hier sozusagen.
Ja, wieder mal, denke ich, werden ab November, wir werden natürlich auch weiterhin Videos von Fallout 76 herausbringen, aber ab November werden hoffentlich große Dinge auf uns zukommen und wir werden uns viel Mühe geben, das umzusetzen und für euch toll zu gestalten. Wir werden auch die ganze Truppe wieder mal vorstellen, alle, die dann da dran teilhaben werden. Und ja, lasst euch einfach überraschen. Wir werden uns Mühe geben. Wie gesagt, wenn Ideen da sind, habe immer ein offenes Ohr, ein offenes Auge. Ein offenes Auge hoffe ich eher nicht. Aber natürlich eins, das diese Dinge sieht und aufnimmt für eure Ideen. Auf die nächsten Drillinge warte ich ja schon. Ja, Ich freue mich schon drauf. und das, was der Neo gerade sagt, das machen wir natürlich auch weiter, dass wir wieder Drillinge auf einen bestimmten Ort in Appalachia setzen werden. Wir lassen euch aber noch im Ungewissen, wo wir es diesmal hinsetzen. Genau, das verraten wir noch Das nicht. verraten wir noch nicht ganz genau. Aber da freue ich mich auch schon drauf. So, hier ist. Mensch, du, wir haben den Kollisionskurs geschafft. Ich nehme hier noch ein bisschen was mit, ein bisschen was zu essen. Ich habe immer sehr großen Hunger. Hier oben ist noch ein Safe, hier ist Miranda ist noch auch Dose. da. Miranda ist auch hier. Miranda ist hier, ja? Ja. Warte, ich werde ihn mal grüßen. Das ist auch noch ein Mitglied unseres Teams, der Menander, der taucht ab und zu mal auf hier. Mal kurz grüßen, da ist er da oben. Na, hat er das hier sehen? Da ist er da oben rum, der Menander, jawohl. Kollisionskurs abgeschlossen. 308er Patron nehme ich mit. Alter Falter. Meine Stimme ist fast weg jetzt hier, du. Yeah. Gut, das war dazu. Da haben wir dann gleich schnell mal noch den Kollisionskurs mit absolviert. So, ich weiß, was wir noch schnell zeigen können. Und Erzähl. zwar, wo wir das Kronkorken-Video gemacht haben, da haben wir ein Paket vergessen. Das liegt auch gleich hier drüben. Das könnten wir eventuell nochmal schnell Na zeigen. los, natürlich. Dann mache ich diesen Fehler wieder wett. Ach so, übrigens, apropos Fehler. Ich habe in dem Video erklärt, dass man die Fleischfresser und Pflanzenfresser zusammen benutzen kann. Das stimmt natürlich so nicht. Das war ein kleiner Fehler von mir. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Es geht natürlich nur eine der beiden Mutationen. Entweder Fleischfresser oder Pflanzenfresser. Okay. Ja, ich hätte es eigentlich gehofft, dass es beides geht, weil dann hätten sie sich gegenseitig aufgehoben. Es geht aber leider nicht. Raum, Ich sicher habe mich und selber für bereit Fleischfresser entschieden. für die Nutzung. Ja, es Ich hätte ja auch. jeder selber Entriegelt, gucken, was ihm begebe günstiger mich ist, Fleisch zum oder Pflanzen. nächsten Zielort. Und zwar, ich muss kurz gucken, ob da drüben war. Ich muss kurz gucken, wo es war. Oh, hier. Was? Ich folge Ach, hier, dir. genau. Ich hab's hier. War es hier drüben auch nochmal einer auf dem Dach? Okay. Den hatten wir letztes Mal, ich weiß nicht warum, vielleicht haben wir es vergessen oder übersehen, ich weiß es nicht. Übersehen, ja. Übersehen. Auf jeden Fall ist hier auch noch einer. Oh, warte mal. Ich weiß gar nicht, kann man da beide zusammen reingreifen? Nee, wir mussten immer warten, sonst hat der eine dem anderen das rausgeschnappt. Also Das das. Lustige ist, wir standen genau gegenüber auf dem Dach. Uns ist es nicht mehr aufgefallen, dass hier auch noch eins ist. Ich wollte gerade sagen, also wenn ich das jetzt rausnehme und dann meine Karte reinsetze, die Steuerfahnderkarte, ich will kein Skillkartenpaket öffnen, noch nicht. Wenn ich das nämlich öffne, kriege ich nochmal Atome gleich. Blutiger Tod rausnehmen und dann mal die Steuerfahnder rein, dann kriege ich nämlich nochmal eine Ladung hier. Mal sehen, ob das klappt, jetzt so wie ich mir das vorstelle. Einmal die Hüpftaste betätigen. Jawohl, also das hat geklappt. Also hier oben, das werde ich gleich nochmal zeigen. Dass man das
nochmal verinnerlicht. Also das habe ich auch noch nicht gesehen. Das Paket, ich sag mal hier gegenüber von dem Porn-Shop auf dem Dach. So, mal gucken, hat man hier noch einen besseren Anhaltspunkt hier? Im Prinzip genau gegenüber da, wo der Roboter drin ist. Check-in hier. Genau. Da, wo der Roboter, wo die Quest auf Streife, glaube ich, heißt diese Quest, losgeht. Genau. Da gegenüber, genau gegenüber von dem Roboter, von dieser Ladestation des Roboter-Events auf Streife, das Haus, das Dach ist das. Das heißt also, wenn ihr hier unten seid bei dem Roboter und ihr dreht euch um, ja, Slowcamp-Show ist das. Dann kommen natürlich auch gleich die Bürger der Stadt, denen das nicht passt, dass ihnen ihre Wohnkomplexe ausgeräumt werden. Ich will gar keine Gemüsestärke, da kann ich gar nichts mit anfangen. Radaway nehme ich mit. Seife. Alles klar. Ja, genau gegenüber. Also auf dem Dach von Slowcamps Joe. Da findet ihr auch noch ein Kronkorkenpaket und das könnt ihr dann zu den anderen Verstecken dazu addieren in dem Video, dass wir in Morgentown diese Kronkorkentour gestartet haben. Auf dem Dach ist dann hier auch nochmal ein kleiner hübscher Dachgarten. Findet ihr dann auch nochmal Pflanzen, wenn ihr sie braucht, Tattoo-Pflanzen. Dann ist hier, glaube ich, noch, warte mal, Munitionsversteck war hier nicht. Hier ist nochmal was zu essen. Kartoffelchips findet ihr hier oben nochmal. Ich muss sagen, hier war ich auch schon lange nicht mehr. Hier ist noch ein Holoband, die Geschichte von Morgentown, Anmerkungen der Autorin findet ihr. Warte mal, dann haben wir hier noch eine Postkarte von Mom und Dad. Das hatte ich aber ganz zu Anfang schon durchgelesen. Eine Bastelwerkstatt ist hier oben. Bastelwerkbank ist hier oben. Da liegt hier noch ein Teddy und unter dem Bett ist noch ein Koffer versteckt. Mal ganz so, alles mal so nebenbei. Provisorische Batterie. Ja, mehr ist hier nicht. Erstmal dazu. Der Neo kümmert sich gerade um die Dorfbewohner. Die machen ihm hier zu schaffen. Okay, ich werde noch mal gucken. Ich habe ja noch meinen schweren Hammer dabei. Und zwar des Kammerjägers Superhammer. Da oben, nee, da wo der miteinander ist, nee, da war es nicht, genau, ich dachte schon eben. Die anderen Kronkorkenverstecke hatten wir jetzt ja gezeigt. Scanne Responder, Notfallvorratsstandort M3, Alarmsystem entdeckt, initiiere. Gut, ja, du bist weggebeamt, ne? Ja, ich habe hier ein Hotel genommen an dem Aufstreifer-Ding. Interface. Wollte ich noch schnell mitnehmen. Starte. Bin ich hier irgendwo im Haus gespawnt? Ja, wo bin ich? Achso, ich habe bis 8 Uhr. Achso, du hast teilgenommen jetzt hier. Mal gucken, kann ich auch noch schnell bitte mitmachen hier. Sicherstellen, dass diese Einheit. Schnellreise bitte warten. Hier sind wahrscheinlich Gegner in der Nähe. Ja, na klar. Dran teilnehmen, weil hier gerade so viele Gegner spawnen. Oh nee, du. Das gelingt mir gerade nicht. Vorratsdorf sicher und bereit für die Nutzung. Entwickelt. Beginne Wartung bei Standort Identifikationsmarkierung. Mal sehen, ob das. Ne, jetzt gelingt es mir nicht mehr. Das war zu spät. Ja. Also jetzt gerade, also wo ich es triggern wollte, da kamen die Gegner. Die ganzen verbrannten hier und da konnte ich es nicht mehr triggern. Das macht nichts. Hätte man ja mitnehmen können, ja, aber. Er zählt dann runter und dann kannst du es nicht mehr aktivieren hier. Du hast das bei dir aufleuchten noch, ne?
Ja, ich hab's aktiviert. Mal gucken, ob ich da irgendwie was machen kann. Schnellreise. Ich kann neben dir eine Schnellreise machen. Aber Ja, es. oder du guckst, kannst auch im Pitboy mal gucken, ob du den Event nochmal aktivieren kannst. Vielleicht geht das. Ja. Das ist eine tägliche. Nee, 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 ist keine tägliche. Blödsinn. Du bist ganz hinten bei Event, glaube ich. Ereignis ist das. Nee, Patrouillendienst. Nee, nee, kann ich nicht machen. Ja, auf Streife, ne? Ja, auf Streife. Nee, nee. Sonstiges, nee, nee. Nee, nee. Tägliches Reisebedarf, nee. Boah, ist jetzt nicht schlimm. Untersuche. Routine abgeschlossen. Ladezustand niedrig. Kehre in den Standby-Modus Das zurück. war's, ja. Jetzt geht er zurück. Ich kann auch die 45er mitnehmen. Das Redaway kann ich hier noch schön mitnehmen. Das ist alles. Pro 45er, ich hab da was für dich. Warte mal, lieber jetzt nicht. Ja, oder ich schmeiße die hier drüben in den Mülleimer rein. Ja. In den Zeitungsständer mal so rein. Okay. Ich habe mich So. hier umgedreht, heimlich. Es folgt mir keiner. Okay. Den Zeitungsständer rechts. Habe ich. Danke dir. Bitte schön. Hey. Oh ja. Perfekt. Ich bin hier auch schon lange nicht mehr unterwegs gewesen im Parkdeck. Auch nicht. Ich bin der Meinung, das war hier damals auch irgendwie gefährlicher, oder irre ich mich da? Also Aber wahrscheinlich auf dem Level bedingt. ja, Weil ne? so ein niedriges Level war und da war ja im Prinzip jeder Gegner viel zu gefährlich. Ja, das stimmt, genau. Die Erinnerung habe ich auch noch so. Ich habe von unserem Safe Room, den hatte ich ja auch schon erwähnt, ich habe ja auf dem Dach einen Safe Room und da können alle Teammitglieder dann, der wird gefüllt, kann leider nur von mir befüllt werden, Munition, Ausrüstungsgegenstände und ja, Waffen tatsächlich gehört ja auch dazu und Verpflegungsmittel und so weiter, das habe ich da oben alles gelagert. Ist ein Verkaufsautomat, die Waren, die werden dort alle für 0 Kronenkorken angeboten, sodass jedes Mitglied sich die da rausholen kann, wenn er den Zugangscode für diesen Safe Room weiß. Und das hat natürlich jedes Mitglied bekommen, diesen Zugangscode. Und kein fremder Spieler, der natürlich da sich nicht bedienen soll, logischerweise. Das heißt, wenn wir im Spiel sind und einer hat jetzt irgendwo eine Flaute und keine Munition und dann braucht er nicht erst suchen oder sich bei irgendeinem Händler was zu kaufen, sondern kann er zu meinem Standort, zu meinem Camp reisen und kann sich im Prinzip dann aus dem Automaten diese Ausrüstungsgegenstände holen. Wo kämpfst du denn? Bin hier in dem Parkhaus noch. Ach so, da bin ich auch. Moment, brennt das hier? Hier ist eine Öllache, die aber nicht brennbar scheint. Doch, jetzt brennt sie. Ach du, was hast du denn da angesteckt? Das Auto? Und hier, guck mal, das wollte ich hier anstecken, weißt du? Ja. Er zeigt mir nur den Schaden an. Ich bin immer noch drauf, vielleicht noch ein Kronkorken versteckt zu finden hier. So eins, was man noch nicht kennt, aber auf dem Dach. Das ist natürlich das, was absolut animiert, wenn man hier diese, genau, hier ist wieder Slowcamp-Show gegenüber. Hier von oben kann man jetzt praktisch so schön auch diese Kronkorkenkiste sehen. Ja, die ist uns nicht aufgefallen. Tatsächlich. Mit diesen Mutationen kommt man natürlich in Ecken und auf Ebenen, wo man normal nicht hinkommt, wenn man jetzt der Anfangslevel ist. Ja, natürlich. Mit dem Jetpack hat man noch die Möglichkeit, ne? Ein
Mitglied unserer Gruppe besitzt ich natürlich auch ein Jetpack, den nutzt er auch, das ist der Hamster. Ich habe auch eine X01, nutze aber mein Jetpack tatsächlich nicht mehr so intensiv, weil ich springe lieber so durch die Gegend und der Jetpack verbraucht natürlich auch ordentlich Fusionsenergie, wenn man die Karten nicht dementsprechend gesetzt hat. Ich musste ein paar kleine Abstriche machen und meine Karten zu Ungunsten dieser Fusionskern, ich sag mal, Ersparnis setzen, damit ich hier ein bisschen mehr Stärke beweise, ein bisschen resistenter gegen Umwelteinflüsse und gegnerische Angriffe bin, um das mal so auszudrücken. Ja, das war's von meiner Seite auch wieder. Damit ist, neigt sich das Video auch tatsächlich schon wieder dem Ende. Ich möchte mich recht herzlich auch wieder beim Neo bedanken für die Tour. Bitte. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Tschüss.